Hey Leute, Cramix hier, was geht ab, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf Erraten Sie den Ton an dem Auto-Video erkennen. Ich bin sehr gespannt, meine Freunde, wie gut ich hier abschneiden werde. Das ist hier natürlich wieder ein Auto-Quiz. Ihr dürft wie immer mitentscheiden oder mitraten in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da, Leute. Let's go mit dem Video. Ich würde sagen, ich kenne mich ja eigentlich ganz gut mit Autos aus, aber ich glaube, es wird schwierig. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig heute. Wir starten rein. Abfahrt. Okay, Guess the Sound on the Car-Video. Sowas haben wir noch nie gemacht. One correct answer, 10 points. Okay, an meinen Cutter, Ken, blende hier den Kunde, alles klar, Punktestand ein. Wo ist ein Aston Martin? Ich glaube, dass die Nummer 2 ist es. Ich habe da, also, ich pausiere jetzt hier einfach. Ich habe einen Kollegen mit einem Aston Martin. Ich glaube, dass auch so ziemlich derselbe war das. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich glaube, DB11 ist das oder so. Geisteskranker Sound. Der Wagen war, also das war irgendwie voll komisch, als ich mal mit dem mitgefahren bin. Der Wagen ist übelst laut, der schreit dich voll an und der ist aber so gar nicht so schnell gefahren. Das war so, man dachte so immer, ey, der ist so laut, der muss eigentlich einen viel mehr in den Sitz drücken, aber irgendwie so viel PS hat der gar nicht gehabt. Also, keine Ahnung. Der Aston Martin, ganz, ganz krasser Sound. Ich glaube, es ist die Nummer 2, hört sich nach einem Aston Martin an. Also das Rote. Hä? Die 1 war es, nein. Ah, ist ein Vantage S. Okay, ich sag ja, ich kenne mich mit Aston Martin nicht so krass aus. Okay, das auf jeden Fall nicht. Boah, ich sag die Nummer 3. Ich sag 3. Ja, jawohl. BMW M5. M5 war noch... Ich glaube, der alte M5, das war noch ein V10-Motor, ne? Da drin. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist die 1. Nein, die 2. 4, 5, 8, Italia. Alter, schlecht, Leute. Ich hatte bis jetzt erst 1 richtig. Alter, ja toll. So eine Tuning-Kiste, die sind ja voll modifiziert. Das kann ja niemand erkennen eigentlich. Außer der Typ, der das Auto selbst hat. Ja, das hört sich eher schon so nach so einer künstlichen Auspuffanlage an. Nee, ich sag das Zweite. Das Zweite, das war so Auspuff auf laut gemacht. Hä? Hä? Yo, was ist das denn, Alter? Das hört sich an wie ein Pocketbike, ey. Absolut schlecht hier gerade. Müsste ich schätzen, das Auto. Weiß nicht mehr, was für ein Auto ist. Das erste oder das dritte? Ich sage einfach mal das dritte, Leute. Nee, es war das erste. Alter. Gumpert Apollo. Nie gehört, Leute. Ich bin richtig schlecht gerade. Ich bin echt nicht zufrieden. Aber das sind halt, wie gesagt, das sind so Tuner-Autos. Das ist ja, die haben da die Auspuffanlage verändert. Das kann ja nur eigentlich der Besitzer wissen. Wisst ihr, wie ich meine? Wie sich das jetzt am Ende des Tages anhört. Also das dritte wäre sehr, sehr schwach. Ich sag zweite. Erste schon wieder. Ey. Ey, krank. Lotus. Aha. Ey, Lotus Sound kenne ich mich auch gar nicht aus. Ich fand irgendwie das zweite hat irgendwie dazu gepasst, also das rote. Ja, oh, nice. Geil, mal wieder ein Punkt, Leute. 20 Punkte, let's go. 2 von 7 richtig. Okay. Konzentration. Sind halt auch nur so komische Autos, Digga. Irgendein alter Jaguar. Ich habe das Modell noch nie gesehen. Ich sag das dritte. Ja, nice, geil. War jetzt aber auch Glück. Keine Ahnung. Schau mal, bei manchen Autos, da kann man das ja so abschätzen. Wie gesagt, der M5 vorhin, da wusste ich, okay, das ist, glaube ich, ein V10-Motor noch damals bei den alten M5 gewesen und so. Da konnte man das ja so ein bisschen noch abschätzen. Aber ey,
manche Sachen hier. Okay, Maserati. Maserati bin ich mir gar nicht genau sicher. Ich glaube, ein V8-Motor haben die drin. Maseratis haben eigentlich ganz guten Sound auch. Kommt aus dem Ferrari-Werk. Ich glaube, das dritte. Blau. Ja. Seht ihr, wenn das mal nicht so komische, getunte Autos sind, dann bin ich da gar nicht mal so schlecht. Okay, das kriege ich hin, das ist ein V8 C-Trend. AMG-Sound erkennt man. Da, aber auf, also 100% das rote. 100%. 100, das war klar, Digga. So ein kerniger V8-Sound. Nissan. Boah, schwierig. Die sind ja auch voll oft irgendwie getuned, modifiziert. So ein GTR. Ich sag, mein Gefühl sagt mir das erste. Geil. Stark. Jetzt läuft sie aber. Was mein Punktestand? Keine Ahnung. Seht ihr jetzt hier eingeblendet? Ich glaube 5 oder so habe ich richtig. Jo, was ist denn das für ein Scirocco, Alter? Das könnte sein, das zweite. Ich sag das zweite. Rot. Digga, jetzt läuft die aber bei mir. Das sind so, das weil das so eine Knatterkiste war. Ich dachte mir einfach, das sieht so, der Sound gerade, das hat so angehört wie so ein Auto, was keinen großen Motor an sich drin hat, aber so eine laute Auspuffanlage. So ein Vierzylindermotor war das. Oh, Huracan, Heimspiel. Das ist der alte. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Ich hatte ja auch einen Huracan, aber das ist der ältere. Also das dritte auf keinen Fall. Ich muss nochmal in die anderen zwei reinhören. Eins oder zwei. Das ist jetzt hier Ehrensache. Boah. Das ist irgendwie schwierig, weil beides könnte es sein. Das hier war halt deutlich höher gedreht. Bei dem zweiten. Ich sag einfach mal das zweite. Oh mein Gott, nice, nice. Sehr gut, wichtig. Aber ich finde, der, also mein Lambo, den ich hatte, der hat sich auch wie das erste angehört im niedrigeren Drehbereich. So klar, wenn du drauf trittst bei 5.000, 6.000 Drehungen, schreit der dich an. Aber bei, keine Ahnung, 2.000 Drehungen hat sich wie das erste nämlich angehört. Deswegen wusste ich jetzt nicht genau. Okay, also ich glaube, wir waren jetzt nicht allzu gut. Ihr seht hier meinen Punktestand eingeblendet. Wir müssten auf jeden Fall hier im grünen Bereich sein. Ich glaube nicht, dass wir es hier ab 80 Punkte hätten wir 8 richtig haben müssen. Glaube ich nicht, aber wir gehen nochmal in ein weiteres Quiz rein. So, hier muss man jetzt guess the car from the sound. Okay, Launch Control Edition. Okay, die machen also alle Launch Control. Das müssen wir uns merken. Das heißt, der wird hochgedreht, Leute. Okay, let's go. Let's do this. Das ist auf jeden Fall ein V8, ein saftiger. Oder? Hat es ein bisschen nach so einem AMG so ein bisschen angehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, war aber keins von beidem. Das war kein Lambo. Das war kein... Ich sag, der Porsche war das. Ich sag, der Porsche. McLaren könnte auch sein, weiß ich nicht genau, was Sound angeht, McLaren. Was? Hä? Das ist jetzt cringe, Digga. Hatte einfach denselben Wagen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mit dem Lambo nie eine Launch Control gemacht. Das war mir immer zu krank. Oh mein Gott, okay, cringe. Leute, eigentlich, das muss man hier hart auf hart, das muss hier rausgeschnitten werden. Nein, wir lassen drin. Hier, das ist real, aber das cringe, dass ich das nicht erkannt habe. Das hört sich jetzt aber sehr kernig an. Lol. Alter. Alle drei Autos, keine Ahnung. Bugatti Chiron, Ferrari, McLaren P1. Ey, kein, ich muss raten, keine Ahnung was. 488 Ferrari. Ich glaube, Ferrari schreit einen noch mehr an, so. Ich sag einfach mal der Bugatti Chiron, weil das ist ja ein 16-Zylinder-Motor. Das war der McLaren P1, verdammt, ey.
Ist auch ein schönes Auto. Gefällt mir sehr gut, die Karosserieform von McLaren Cairns. Oh Leute, jetzt bin ich ja hier. Jetzt bin ich ja hier gerade komplett am Abschnitt. Okay. Das könnte auch wieder alles drei sein. GT3 RS hat krassen Sound, ein Ferrari F12, auch heftiger Sound. Und ein Lamborghini SVJ müssen wir auch nicht drüber reden. In der Lounge Edition, ey. Also Lounge Control. Boah. Ich muss noch mal kurz reinhören. Mein Gefühl sagt mir hier der rechte Bereich, die Italiener hier sind das. Ich sag jetzt mal der SVJ. Ich sag der SVJ. Na, Digga. Bro, aber ja. GT3, er ist auch heftiger Sound. Lol, hätte ich nicht gedacht. Wild, wild. Ich bin absolut kacke hier gerade. War jetzt relativ dezent sogar. Ich sag der Ferrari. Ferrari hat meistens nicht so einen geilen Sound. Geil. Habe ich mal was richtig jetzt hier. War auch so ein bisschen auf ruhig, auf dezent. Ich sag der Toyota Supra, weil er so komisch geschalten hat. Ich glaube, es ist ein Toyota Supra. Jawohl, jawohl, Junge. Jetzt hier, ey, Crimex Comeback. Finde ich gar nicht geil, den Wagen. Kein schönen Sound, sieht nicht schön aus. Auch, war auch ruhiger so, ne? Boah, hä? Also würde mich sehr enttäuschen, wenn Bugatti Chiron nur so einen Sound hat. Ein AMG GTR eigentlich doch auch heftiger Sound, AMG V8. Aber so ein Ford Mustang Shelby GT, auch V8. Hä? Ich kann aber, ich muss eigentlich auf den Bugatti Chiron gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein AMG GTR oder ein Mustang Shelby GT 500 nur so leise sind. Aber das wäre sehr enttäuschend, wenn man so einen Bugatti Chiron fährt, der nur so leise ist. Aber vielleicht gehen die ja so ein bisschen auf diese Stilvolle. Nee, ist der AMG GTR, lol. Krass. Aber doch dann beim Wegfahren relativ ruhig eigentlich, ne? Bisschen Enttäuschung. Okay, der dreht auf jeden Fall schon mal höher, das hört man. Das ist nicht der Lambo, das ist kein Lambo. Ich sage, es ist ein Pagani Huayra BC. Ne, es ist ein SVJ. Ach komm, Digga, ich lösche mich doch. Leute, das war's gewesen. Ende war nicht mehr so gut hier beim Quiz. Vielleicht wart ihr besser. Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.